Wir beide machen heute ein Kraftworkout mit dem Fokus auf deinen Oberkörper und die Arme. Das bedeutet, wir brauchen heute ein Equipment von einer Dumbbell und einem Kettlebell, haben insgesamt 6 Übungen. Die erste Übung ist die Shoulder Press. Das heißt, du gehst hier mit einer Seite fest auf den Boden, eine Seite ist offen und stemmst das Gewicht immer wieder kurz auf. Gehst sauber wieder zurück. Bleibst im Oberkörper gerade. Das Bein bleibt fest. Und wir machen 15 Stück pro Seite. Und du gehst sauber hoch, bleibst da eine volle Sekunde, langsam kontrolliert zurück. 1. Und dann beim nach oben gehen ausatmen, da brauchst du am meisten Kraft. Jedes Mal, wenn du hochgehst, powerful hoch und sauber zurück. Genau. Bleib hier richtig schön stabil, Brust wieder ein bisschen vor, kein Hohlkreuz bilden, sauber nach oben. Yes. Bleib ganz, ganz fest. Wir machen mal noch 3 Stück. Noch einer. Und langsam zurück. Kontrolliert absetzen, wir wechseln die Seite. Das heißt, du gehst nach hinten mit dem linken Bein, setzt das rechte Bein mit dem Fuß voran auf. Ja. Gleiche Spielchen für die andere Seite. Bleib mit dem Oberarm sehr eng am Ohr. Ja. Und wieder. Der Arm geht wieder immer wieder voller Rücken zurück und dann für die nächste Übung brauchen wir das Kettlebell. Dein Kettlebell hat 6,4 Kilo. Der Kettlebell Swing ist ein ganz wichtiges Element in diesem Kraftworkout. Das stärkt deinen Oberkörper und deine Schultern. Und du startest hier mit einem Basic Swing. Nie über die Stirn. Wir gehen so kurz über Nasenspitze. Und immer wenn du oben bist, spannst du Hüfte und Gesäß fullest an. 3000%. Ausatmen, beim Hochgehen kurz über die Nasenspitze. Niemals ins Hohlkreuz fallen, du bleibst ganz gerade und das Gewicht schwingst du kurz über die Nasenspitze. Wir brauchen 15 Stück. Genau. Wenn du oben bist, Beine strecken, zack. Ganz fest, zack. 8. Genau, Beine strecken, alles fest. Bauch fest, Gesäß fest. Yes. Jedes Mal, wenn du oben bist, ausatmen, super. That's it. Und langsam absetzen. Der sah richtig gut aus. Wir gehen zu Nummer 3 in den Plank mit dem Gewicht von 3 Kilo. Für den Plank Row nehmen die Hand so ein bisschen mehr in die Mitte, als ob wir so ein Dreieck formen wollen. Und ziehen 5-mal für diese Seite, wechseln dann für 5 für die andere Seite. Und machen das doppelt. Insgesamt sind 20 Wiederholungen. Eins. Zwei. Sehr gut, Marina. 4. 5. Wechseln die Seite. Sehr gut. Dein Gewicht hat gerade 3 Kilo. Wenn dir das zu schwer ist, gehen wir auf 2 Kilo. Wenn dir das zu leicht ist, gehen wir auf 4 Kilo. Sehr gut. Wir wechseln wieder 5 für rechts. Ich halte jetzt die Hüfte mal so ein bisschen fest. Sehr gut. 3, perfekter Zug. Und links nochmal 5. Sehr gut gemacht. 3, 4 und 5. Und absetzen. Okay, langsam absetzen. Das mal deine 20. Jetzt muss ich gar nicht mehr so viel erklären, weil wir gehen zurück zu Kettlebell Swings. Same game, 15 Mal. Okay. Jedes Mal, wenn du nach oben kommst, Gesäß fest, Hüfte fest, Core fest. Du bist komplett stabil.
immer wenn du oben bist, Beine strecken, explosiv raus. Dein Core, also dein Bauch und dein Rücken, sind hier fest. 15. Genau. 2, perfekt. 4. 5. Immer wenn du oben bist, stehen, festmachen. Zack. 7. Jetzt wird's sehr gut. 8. 10. Noch 5. 1. Core an hier oben. 13, 14, 15 und Stopp. Wir gehen für die nächste Übung in den Push-Up. Wir gehen aber in einen ganz bestimmten Push-Up für dein Krafttraining. Wir versuchen hier wirklich viel Kraft aus der Brust und Schulter zu fordern, indem wir runtergehen für 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ich kann auch gerne für dich mitzählen. Wir brauchen nur 8 Push-Ups. Nur 8. Okay, let's go. 3, 2, 1, Push-Up. Lass dir hier ein bisschen Zeit. 2, 1, Push-Up. Lass dir Zeit. 3, 2, 1, Push-Up. 3, 2, 1, Push-Up. Da ausatmen. Atme. 3, 2, 1, Push-Up. 3, 2, 1, Push-Up. Noch 2 Stück. 3, 2, 1, Push-Up. Gut. Bauchmuckis an. 3, 2, 1, Push-Up. Gut. Stopp. Okay, wir gehen jetzt von dem Push-Up zurück zum Kettlebell-Swing. Yeah. Okay. Wir haben wieder 15 Stück. Dynamisch raus, swingen, festmachen und zurück. Genau, wenn du oben bist, Bauch an, Gesäß an. 3, 4, perfekt. 5, 6, 7, 8, 9, perfekt. 10, noch 5. Und 15, sehr gut. Und absetzen. Perfekt. Das waren jetzt deine ersten 6 Übungen. Den machen wir noch 2-mal. Das bedeutet, wir haben 6 Übungen für insgesamt 3 Runden und danach hast du dein Kraftworkout absolviert. Sehr gut.